Ziel des SNSI Rescue Diver Kurses ist, während diesem Fähigkeiten zu entwickeln, durch die Taucher in der Lage sind, Situationen zu erkennen, die zu einem Unfall führen könnten, und bei einem Unfall entsprechend zu agieren oder einen Unfall vorauszusehen, um einen solchen gegebenenfalls zu vermeiden. Falls ein Unfall nicht vermieden werden kann, muss der Rescue Diver SNSI dazu in der Lage sein, im Notfall angemessene Hilfe zu leisten. Ein guter Rescue Diver muss die entsprechenden psychophysischen Fähigkeiten entwickelt haben, damit er in der Lage ist, die verschiedensten Notsituationen in Angriff nehmen zu können. Bei einem Notfall unter Wasser sind Erste-Hilfemaßnahmen anzuwenden, die während dem Basic Life Support First Aid Diver Kurs erlernt wurden. Wie du weißt, ist die Durchführung einer Herz-Lungen-Wiederbelebung körperlich und geistig gesehen sehr aufwendig. Die Fähigkeit, Erste Hilfe zu leisten, ist grundlegend, denn je mehr man mit den Vorgehensweisen vertraut ist, desto weniger spürt man den psychophysischen Stress, dem man während einer wirklichen Notsituation ausgesetzt ist, bei dem die gestellte Hilfeleistung tatsächlich ein Menschenleben retten könnte. Die korrekte Planung eines Tauchgangs, die regelmäßige Wartung der eigenen Ausrüstung, die objektive Einschätzung der eigenen Fähigkeiten und jene der Tauchfreunde, das gelassene Akzeptieren eines unterbrochenen Tauchgangs oder der Reduzierung seiner Tiefe oder Dauer reduzieren eine mögliche Unfallgefahr. Bei einem Unfall kann das Verhalten des Helfers ein wesentliches Element sein. Wer bei einem Unfall Hilfe leistet, muss die richtigen Entscheidungen treffen und schnell handeln. Die folgenden wichtigen Punkte müssen einem Helfer eines Notfalls bewusst sein. Die erste Regel lautet, die eigene Unversehrtheit und die der anderen Helfer nicht aufs Spiel zu setzen. Dann gilt es, das Opfer aus der Gefahrensituation zu bringen und letzten Endes die körperlichen Schäden des Unfalls möglichst gering zu halten. Ein guter Helfer tut in problematischen Situationen Folgendes: Anhalten, durchatmen, nachdenken, agieren. Wenn sich unter Wasser ein bewusstloser Taucher befindet, muss man sich als erstes einen Überblick über die Situation verschaffen. Hat der Taucher das Mundstück im Mund? Ist er tatsächlich bewusstlos? Atmet er? Ist die Maske in Position? Um dies festzustellen, muss man an dem Taucher rütteln. Das Szenario, das sich einem bietet, muss innerhalb von wenigen Sekunden bewertet werden. Dann muss mit dem Verletzten Kontakt aufgenommen und anschließend aufgestiegen werden. Vor dem Aufstieg wird der in Schwierigkeiten geratene Taucher gedreht und Luft aus seiner ABC-Ausrüstung gelassen, der rechte Gurt gelockert, damit der Arm des Helfers hindurchpasst, und die Hand auf das Kinn des Tauchers gelegt, damit sein Kopf gerade gehalten wird. Anschließend kann der Helfer mit seinen Fingern das Ventil bearbeiten und versuchen, dem Taucher Sauerstoff einzuflößen. Der Aufstieg erfolgt unter Nutzung der Tauchausrüstung und der Beinarbeit, um die Geschwindigkeit zu kontrollieren. Vergiss dabei nicht, dass deine eigene Unversehrtheit an oberster Stelle steht. Sobald du an der Oberfläche bist, nimm dem Verletzten den Gurt mit dem Ballast ab, damit dieser an der Wasseroberfläche schwimmt. Puste dabei nicht sein Jackett auf. Du solltest hingegen dein eigenes Jackett aufpusten, damit du an der Wasseroberfläche bleibst. Nimm dem Taucher das Mundstück und die Maske ab und anschließend deine eigene Maske. Wenn du einen Tauchanzug mit Kapuze trägst, nimm diese herunter, damit deine Ohren frei sind. Öffne dem Verletzten die Atemwege und nähere dich mit dem Ohr an seinen Mund. Beobachte dabei den Brustkorb, während du 8 bis 10 Sekunden lang hörst, ob der Verletzte atmet. Rufe nach Hilfe. Wenn du alleine bist, rufe per Telefon den Rettungsdienst. Nimm die Pocket Mask für die künstliche Beatmung. Alle Rescue Diver haben diese als Teil ihrer regulären Ausrüstung mit sich zu führen. Positioniere die Maske und beginne mit der künstlichen Beatmung.
Beginne mit 2 Atemstößen, dann je einmal alle 5 Sekunden. Zur korrekten Zeiteinteilung ist es ratsam, auf folgende Weise zu zählen. 1001, 1002, 1003, 1004 und gib anschließend die Sauerstoffzufuhr. Nimm zwischen den jeweiligen Beatmungen jeweils eine Schnalle der Tauchausrüstung des Verletzten ab. Während dieser Manöver musst du den Taucher zum Boot oder zum Aufstiegspunkt transportieren. Nimm seine Tauchausrüstung ab, löse deinen Gürtel und nimm anschließend deine Tauchausrüstung ab. Behalte dabei den Rhythmus der Beatmung bei und transportiere den Verletzten. Solltest du aufgrund der Ablenkung bei der Beatmung aus dem Rhythmus gekommen sein, beginne von vorne mit dem 5-Sekunden-Rhythmus. Lass dabei aber nie mehr als 8 Sekunden zwischen den Beatmungen verstreichen und achte darauf, nicht allzu oft aus dem Rhythmus zu kommen. Bewege dich wissentlich und teile deine Energie ein. Wenn du zu schnell agierst, wirst du es nicht schaffen, den Einsatz erfolgreich zu Ende zu bringen. Halte immer deine Hand mit nach unten zeigenden Daumen unterhalb des Kinns des in Not geratenen Tauchers, damit du ihn stützen und während der Beatmung seine Atemwege freihalten kannst. Wenn der Tauchgang von einem Boot erfolgt ist, unterbrich bei Erreichen der Plattform die künstliche Beatmung, um den Taucher auf das Boot zu ziehen. Das Personal müsste hierfür entsprechend ausgebildet sein, das heißt in der Lage, dir zu helfen. Wenn das Boot eine sich im Wasser befindende Plattform besitzt, dann lege die Hände des Verletzten übereinander auf die Plattform und halte sie während deines Aufstiegs fest. Wenn du die Hände des Tauchers festhältst, kannst du seine Flossen abnehmen und diesen auf die Plattform hieven. Achte hierbei darauf, dass sein Gesicht oder der Kopf nicht an den Plattformrand stößt. Leg den Körper sacht hin und drehe ihn entsprechend der im BLS First Aid Kurs erlernten Techniken. Führe erneut eine Kontrolle der Situation durch. Bitte um Hilfe, sollte der Taucher nicht atmen, und beginne dann mit der Herz-Lungen-Wiederbelebung. Aiuto, aiuto, c'è un subacqueo incosciente che non respira, che mette soccorsi, aiuto! Wenn du einen Taucher auf der Wasseroberfläche findest, der den Anschein macht, bewusstlos zu sein, drehe ihn und nimm ihm seinen Ballast ab. Denk daran, deine Tauchausrüstung bei jeder Art von Hilfseinsatz aufzublasen, denn du musst für dein Verbleiben auf der Wasseroberfläche sorgen. Unterlasse das Aufblasen des Jacketts des Tauchers, dem du Hilfe leistest. Dies würde nämlich für ein Zusammenpressen des Brustkorbs sorgen und eventuelle Beatmung wirkungslos machen. Bitte beachte während dieser Simulationsübung mit deinen Kollegen, dass es verboten ist, einer atmenden Person Sauerstoff zuzuführen. Um Gültigkeit zu haben, muss das Pusten einige Sekunden andauern. Halte den Rhythmus der Sauerstoffzufuhr, während du dem Opfer die Tauchkleidung abnimmst und an den Ausgangspunkt transportierst.
Wenn der Ausgangspunkt der Strand ist, nimm bei Erreichen einer Stelle, an der du bequem am Meeresboden stehen kannst, deine Flossen ab und transportiere den Verletzten auf deinem Rücken aus dem Wasser. Sobald ihr an Land seid, überprüfe die Atmung. Sollte der Taucher nicht atmen, rufst du erst nach Hilfe und beginnst dann mit der Herz-Lungen-Wiederbelebung. In jedem Tauchermanual wird angegeben, bei Beginn einer solchen Erste-Hilfe-Maßnahme reinen Sauerstoff zuzuführen. Diesbezüglich sind einige wichtige Betrachtungen notwendig. In einigen Ländern, darunter Italien, wird Sauerstoff als ein Medikament betrachtet, das nur von Medizinern oder von hierfür befähigtem Personal zugeführt werden darf. In jedem Fall ist nachgewiesen, dass die Zufuhr von reinem Sauerstoff an Opfer von Tauchunfällen die beste Erste-Hilfe-Maßnahme überhaupt ist. Aus diesem Grund zeigt dir dein Tauchlehrer, wie ein solches Kit für die Zufuhr von reinem Sauerstoff zu handhaben ist. Diese Übung ist unter anderem bereits im SNSI Open Water Kurs vorgesehen. Du wirst lernen, wie du damit umgehen musst und wie dem Opfer eines Tauchunfalls, das noch selbstständig atmet, Sauerstoff zugeführt wird, sowie wie die Sauerstoffzufuhr bei einem Opfer, das nicht mehr atmet, mit der Pocket Mask durchgeführt wird. Nachdem du nun deinen Rescue Diver Kurs erfolgreich absolviert hast, kannst du, sofern du mindestens 50 Tauchgänge in deinem Logbuch verzeichnest und die Nitrox-Lizenz in der Tasche hast, deinen Tauchlehrer bitten, die Master Diver SNSI-Lizenz zu machen. Die Master Diver SNSI-Lizenz bezeugt, dass du ein Taucher mit Erfahrung und Kompetenz bist.
Mit einer Master Diver SNSI-Lizenz belegst du in den Tauchzentren sofort deine Taucherfahrung auf hohem Niveau. Jetzt bist du bereit für den großen Sprung. Nimm die Herausforderung an und werde ein Professional SNSI. Mit der Teilnahme am SNSI Dive Masterkurs hast du die Möglichkeit, dein Leben zu verändern. Das Meer könnte dein Arbeitsort sein. Du könntest der Leader einer Gruppe werden und deine Tauchfreunde bei unzähligen Abenteuern unter Wasser begleiten. Die Herausforderung geht weiter. Dive up your life!